Linda Zarvakis, geboren am 25. Juli 1975 in Hamburg, ist eine deutsch-griechische Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin. Sie ist seit 2013 Sprecherin der Hauptausgabe der Tagesschau, hat jedoch angekündigt, die Sendung nach der Ausgabe vom 26. April 2021 zu verlassen. Herkunft und Schulbildung. Zerwakis Eltern zogen in den 60er Jahren als Gastarbeiter von Griechenland nach Deutschland. Sie wuchs in Hamburg-Harburg auf wo sie das Friedrich-Ebert-Gymnasium besuchte. Ihr Vater arbeitete zunächst bei der Phoenix AG und führte später zusammen mit seiner Frau einen Kiosk. Nach dem Tod ihres Vaters musste sie zusammen mit ihrem ihren ebenfalls minderjährigen Brüdern der Mutter bei der Arbeit im Kiosk helfen. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr arbeitete sie sonntags im Kiosk. Beruflicher Werdegang Nach dem Abitur 1994 absolvierte Zervakis ein Praktikum bei der Werbeagentur BBDO, für die sie anschließend drei Jahre lang als Werbetexterin arbeitete. Später war sie als Volontärin und Redakteurin für verschiedene Hörfunk- und Fernsehproduktionsfirmen tätig. 2001 wechselte sie zum NDR, wo sie zunächst als Nachrichtensprecherin und Redakteurin für Enjoy arbeitete. Ab 2004 war sie als Nachrichtensprecherin und Reporterin für das Schleswig-Holstein Magazin tätig und ab 2006 moderierte sie 1 Extra aktuell. Von 2008 bis 2010 war sie außerdem Außenreporterin von Mein Nachmittag. Ab Februar 2009 vertrat sie Gabi Bauer und Ingo Zamperoni im Nachtmagazin und im Februar 2010 wurde sie Sprecherin der Tagesschau. Von Juli bis September 2011 war sie außerdem im Nachmittagsprogramm von 1Live zusammen mit Simon Beek zu hören. Im Mai 2013 wurde sie Nachfolgerin von Marc Bator als Sprecherin der Hauptausgabe der Tagesschau. Sie war die erste Sprecherin der Tagesschau Hauptausgabe mit Migrationshintergrund. Im Februar 2018 moderierte sie zusammen mit Elton Unser Lied für Lissabon die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2018 und im Februar 2019 mit Barbara Schöneberger Unser Lied für Israel die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2019. Im September 2019 und im September 2020 moderierte sie zusammen mit Daniele Rizzo die Verleihung des Goldenen Kamera Digital Award. Vom 28. September bis zum 12. Oktober 2018 strahlte der NDR die dreiteilige erste Staffel ihrer Sendung Linda Zervakis: Alles auf Anfang aus, bei der sie mit jeweils zwei Prominenten wichtige Orte aus deren Vergangenheit besuchte. Die ebenfalls dreiteilige zweite Staffel wurde vom 3. Januar bis zum 24. Januar 2020 ausgestrahlt. Am 21. Dezember 2019 führte sie durch die Sendung Extra 3 Nightlife, eine Sonderausgabe des Satiremagazins Extra 3. Im Juni 2020 startete sie zusammen mit, dem, mit Spotify den Podcast Linda Zerwakis präsentiert, Gute Deutsche. Im April 2021 kündigte Zerwakis ihren Rückzug als Tagesschausprecherin an. Ihre letzte Sendung soll am 26. April 2021 stattfinden. Privates Zervakis ist seit 2012 mit einem NDR-Journalisten verheiratet, mit dem sie im Februar 2012 einen Sohn und im Februar 2015 eine Tochter bekam. Gemeinsam wohnen sie in Hamburg-Harveshude. Linda Zervakis besitzt die deutsche und die griechische Staatsbürgerschaft. Gesellschaftliches Engagement Seit November 2018 ist Zerwakis Botschafterin der Bürgerstiftung Hamburg.